Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Testvideo von UKM 3D. In dem ersten Video zum N1 habe ich davon erzählt, dass wir hier eine Resume-Funktion haben. Das heißt, dank des integrierten Akkus kann sich die Maschine die Daten, die auf der Maschine auch gespeichert wurden in dem internen Speicher, merken, auch wenn ein Stromausfall vorliegen sollte. Das heißt, ich ziehe den Stecker und ich kann mich darauf verlassen, dass bis zu 30 Minuten lang dieser Fortschritt meines Druckjobs gespeichert wird und ich, wenn der Strom wieder da wäre oder wenn die Putzfrau den Stecker wieder reinsteckt, dann eben einfach auf Resume drücken kann und es geht weiter. Das wollen wir jetzt mal testen. Also, wie man sieht, unsere Maschine druckt gerade, ist gerade bei 14,6% und ich ziehe jetzt wirklich mal den Stecker. Also ich schalte die Maschine nicht aus, sondern ich ziehe den Stecker. Ja, dass man mir hier auch glaubt, man sieht, trotzdem fährt die Maschine runter. Das heißt, auch ohne Strom fährt die Maschine sicher runter, dank des integrierten Akkus. Und jetzt versuche ich mal hier Stecker wieder rein. Und dann gucken wir mal, was passiert. Hoffentlich kommt jetzt der Resume-Button. Ansonsten habe ich mich jetzt aber ganz schön blamiert. Das ist übrigens gedreht, weil beim N2 und N2 Plus das Display andersrum positioniert ist, also um 90 Grad gedreht. Ja, und dann kommt es hier richtig. So, Spannung steigt, Trommelwirbel. Mein Gott, ich könnte einen Restart machen, einen Cancel oder einen Recover. Dann machen wir doch mal das Recover. Gibt auch an, also wie vorhin bei 14,7%, wie erwähnt. Alles super. Recover. Loading. Fährt in die Parkposition zurück. Heizt wahrscheinlich auf, genau. Also jetzt sieht man, heizt wieder auf. Und dann sind wir mal sehr gespannt, ob er dann auch vernünftig wieder weiterdruckt. Also heizt jetzt langsam wieder auf. Ja, aber das sieht ganz gut aus. Und das war einfach. Das funktioniert, wie gesagt, circa eine halbe Stunde lang. Hängt natürlich davon ab, wie sehr dieser Akku geladen ist. Ich sehe jetzt aktuell bei 92%. Wie er ankam, war er ungefähr bei 60%, also unbenutzt bei ca. 60%. Liegt aber daran, dass auch Rays eben Testdrucke mit dem Gerät vornimmt. Je öfters man das betreibt, umso näher ist man an den 100%. Und mit 100% verspricht Rays 30 Minuten stromfrei und trotzdem kann ich wieder das Ganze restarten. So, jetzt hat er erstmal die linke Extruderseite geheizt. Jetzt wird er wahrscheinlich mit der rechten weitermachen. Ja, nein, vielleicht. Eher vielleicht. Ja, alles drei auf grün jetzt. Das heißt, rein theoretisch könnt ihr jetzt loslegen. Ah, man sieht, macht hier wieder einen Anguss. Druckt wohl aktuell mit Hips. Ah, jetzt hat er erstmal den rechten Extruder, linken Extruder. Und druckt. Druckt weiter. Tja, das war einfach. Also hier der Beweis: Resume. Funktion bei Rays 3D Produkten der N1, N2 und N2 Plus Serie funktioniert. Aber bitte beachten Sie, das funktioniert nur, wenn Sie die Daten auf dem internen Speicher abgelegt haben. Also das heißt, wenn Sie die Daten auf dem USB-Stick oder auf der SD-Karte gespeichert haben, funktioniert das nicht. Also dies bitte beachten.